Du hast Lust auf kostenlose Plugins? Klar, habe ich doch für dich. Wie viel soll es denn sein? 5? 50? Mehr als 50? Kein Problem. Habe ich für dich vorbereitet und dafür brauche ich noch nicht mal 8 Minuten. Also los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und damit wir uns nicht lange mit Plaudereien aufhalten, steigen wir mal direkt ein, denn 51 Plugins wollen ja schließlich gezeigt werden. Naja, vielleicht zeige ich nicht jedes einzeln, aber wir steigen einfach mal ein. Starten wir mal mit der Bassdrum, die wir hier haben. Und die Bassdrum hat ein bisschen wenig Wumms untenrum. Da würde es natürlich helfen, wenn wir ein Tool haben, mit dem wir untenrum ein bisschen reindrehen können. Und das können wir mit dem kostenlosen SK10 von Waves Factory. SK steht für Subkick und Subkick bedeutet, dass hier eine Nachbildung gebaut werden soll von diesem legendären Speaker aus den NS10M Lautsprechern von Yamaha. Die wurden damals ausgebaut, dann mit einem Mikrofonkabel versehen und dann vor eine Bassdrum gestellt, um die tiefen Frequenzen nochmal hinzuzufügen. Das ist eine Nachbildung dann hier quasi der SK10. Dann hier quasi kongenialer Partner vom Snare-Bass, den ich ja auch schon mal vorgestellt habe. Aber wenn ich den mal aktiviere, du siehst, hier sind nur 3 Regler. Im Prinzip der Mix-Regler, ein Low-Pass-Regler und ein Out-Regler, mit dem man den Output vom Plugin regeln kann. Und das Ganze macht wirklich Instant-Schub. Gib ihn mal dazu. Musst du mehr wissen? Nein, definitiv nicht. Der SK10 macht auf jeden Fall alles richtig, was sein soll. Gehen wir mal direkt weiter zu unserem Bass. Hier ist ein fantastisches Plugin, das ich jetzt hier entdeckt habe, das Bass Lane. Falls du hin und wieder mal den Eindruck hast, dass dein Bass in der Mitte festzukleben scheint und irgendwie ein bisschen mehr Breite gebrauchen könnte, aber du hast Angst, dass du dir irgendwie Phasenprobleme einhandelst oder dass du irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel im Stereo-Panorama einnehmen solltest vom Platz, dann ist Bass Lane genau das richtige Plugin für dich, denn damit kannst du die Stereobreite von deinem Bass wunderbar regeln. Wir haben es deaktiviert und ich zeige dir mal genau, was es macht. Ich gebe es mal dazu. Bam! Magie, lad's dir mal runter, probier's mal aus, drück auch mal die Mono-Taste, denn hier hast du auch ganz wenige Schalter, mit denen du arbeiten kannst. Du kannst hier im Prinzip 2 verschiedene Modi auswählen, Flat und Classic, hast noch einen Slope, mit dem du spielen kannst, dann hast du hier einen Frequenzschalter, mit dem du sagst, welche Frequenzen bearbeitet werden sollen. Die Stereobreite kannst du angeben, dann natürlich das Signal wieder zurückregeln, falls es dadurch ein bisschen lauter werden sollte durch die Bearbeitung. Und zu guter Letzt noch die Menge, die du hier an Breite, an Side Harmonics dazugeben kannst. Wir können es ja mal übertreiben kurz. Siehst, geht schon sehr breit auseinander, aber wenn man hier vorsichtig vorgeht, kann das im Mix wunderbar passieren. Und ich nehme sie mal raus, achte mal auf den Bass. Wunderbares Tool, um den Bass einfach mal ein bisschen breiter zu machen. Bei allem gilt natürlich, übertreib's nicht, auch nicht beim SK10, aber man kann damit wunderbar subtil nochmal ein bisschen nacharbeiten. Und dann haben wir hier auf der Stimme ein Tool, das ich wirklich regelmäßig benutze, nämlich eine Nachbildung eines Pultec Equalizers, eines Pultec EQP 1A, aber eben nicht nur einfach eine Nachbildung, sondern eine Erweiterung, wenn man so möchte. Auf der einen Seite hat er alle Funktionen vom EQP 1A, das ist der Warmi EP1A von Kive Audio oder von Kive Audio, wie sagt man, keine Ahnung. Auf jeden Fall bietet er nicht nur alles an, was der Pultec hat, sondern er bietet sogar noch ein bisschen mehr. Der Pultec geht zum Beispiel hier bei den tiefen Frequenzen nur bis 100 Hertz, hier geht es bis 800 Hertz und hier sind so ein paar Additionen hinzugekommen, die diesen Equalizer noch versatiler machen, noch flexibler einsetzbar machen als einen Pultec. Was ich gerne damit mache, ist zum Beispiel hier mit dem Pultec-Trick hier den Bass ein bisschen untenrum abrunden, aber nicht zu übertreiben oder hier mit einem Cut zum Beispiel bei 100 Hertz die Vocals ein bisschen weniger, mit ein bisschen weniger Nahbesprechungseffekt zu versehen. Genau das habe ich hier übrigens auch gemacht. Und man kann ja auch mit der Höheneinheit hier schön Klarheit noch mal ein bisschen dazu bringen, weil gerade diese Nachbildung eines Röhren-Equalizers bringt schöne Höhen mit und ist sehr breitbandig, also eher ein Schmeichler, kein chirurgisches Werkzeug. Und wir können ja mal kurz hören. Ich habe hier also, wie gesagt, für die Absenkung des Nahbesprechungseffektes bei meiner Stimme habe ich hier mal bei 100 Hertz eingestellt und ein bisschen Cut eingestellt, also ein bisschen Beschneidung. Und dann hier ein bisschen Klarheit hier noch bei den Höhen bei 10 Kilohertz reingedreht. Also einfach mal ein bisschen mehr Helligkeit in die Höhen, in die hohen Frequenzen reingezaubert. Und wir hören mal kurz Solo, damit du das
unbearbeitete Signal, also ohne den Equalizer hier hörst. If I ever have to meet, und jetzt schalte ich ihn mal dazu. Face another side of me, believe. Nochmal. I'll be still what you see. I will always be if I ever have to. Also ein wunderbares Tool, dem man seine Vocals ein bisschen klarer gestalten kann. Oder umgekehrt natürlich, wenn es dir zu wenig Nahbesprechungseffekt sein kann, kannst du natürlich auch ein bisschen untenrum reindrehen. Das Teil funktioniert aber auch wunderbar auf Drums, auf Bass, auf Gitarren, egal wo du es einsetzt. Und hat natürlich hier, na was heißt natürlich, hat hier zusätzlich noch ein paar Sachen, die du dazu neben einem normalen Pultec Equalizer einstellen kannst. Input-Regler, hier ein paar Presets, dann Oversampling kann sogar eingestellt werden. Hier kann man sogar noch die Röhre heißer ansteuern, sodass man sogar noch Röhrenverzerrung hinzugeben kann. Und einen Output-Regler natürlich nicht zu vergessen, damit man eben nicht lauter aus dem Plugin rausgeht, als man reingegangen ist. Und wenn du dich jetzt fragst, wie Jonas das irgendwie schaffen will, so in der kurzen Zeit jetzt noch die weiteren 48 Plugins unterzubringen, die zeige ich dir natürlich nicht einzeln, sondern ich zeige dir zwei wirklich sehr großzügige Plugin-Hersteller, die wirklich, also das kann man nicht anders sagen, ein großes Herz haben müssen. Wir haben hier auf der einen Seite haben wir hier Voxengo, die mit ihren freien Plugins wirklich tolle Arbeitsbereiche abdecken können. Der Span hier zum Beispiel, der Spectrum Analyzer, ist bei mir nahezu in jedem Mix immer am Start, weil ich immer mal gucke, wie sich einzelne Frequenzbereiche verhalten. Kann man aber auch viel, viel mehr mitmachen. Wir haben hier Mid-Side-Stereo-Plugins und so weiter, Delays. Wir haben hier ein Multiband-Correlation-Meter zum Nachgucken, wie das Frequenzspektrum sich im Stereofeld verhält. Dann haben wir hier noch verschiedene, also du kannst dich ja mal durchklicken, Links alle unten in der Videobeschreibung. Insgesamt hier 16 freie Plugins. Mit anderen Worten, wir haben 3 gezeigt, 16 dazu sind 19. Fehlen also mindestens noch, ja, 32. Und 32 Plugins findest du, ich habe gerade von großem Herz gesprochen, bei Kilohertz. Und Kilohertz haut mit seinen Essentials wirklich mal so richtig auf die Kacke. Denn hier findest du wirklich unfassbar viele tolle Plugins, nämlich vom Dreiband Equalizer über einen Bitcrusher, Channel Mixer und so weiter, Chorus, einen Kompfilter, also einen Kampffilter-Effekt. Dann gibt es hier verschiedene Ensemble-Effekte, Dynamics, Gain, Gate, sag was, ist alles dabei. Und das Wort Essentials beschreibt es dann tatsächlich richtig, denn mit den Essentials hier hast du wirklich eine Grundausstattung an Plugins zusammen, mit der du im Prinzip im Mixalltag neben deinen Plugins, die du ja sowieso schon in deiner DAW drin hast, eigentlich nichts weiteres mehr brauchst. Du kannst dich hier kreativ austoben, kannst hier richtig mitarbeiten und deswegen sind die Kilohertz Essentials hier definitiv mal einen Blick wert. 32 drauf macht insgesamt 51 Plugins und wenn dir 51 Plugins immer noch nicht genug sind und du wissen willst, mit welchen kostenlosen Plugins ich auf meinem Masterbus arbeite, dann schau als nächstes in dieses Video, da sehen wir uns dann gleich. Bis dahin, mach's gut und Yassou!